Ist ja auch nicht, also ich habe jetzt mal Battlefield 3 kurz auf schwierig angespielt, tatsächlich. Es macht seinen Namen alle Ehre. Es ist wirklich richtig schwer. Das werde ich auf keinen Fall packen. Ich habe erstmal fett in der ersten Mission verkackt. Naja, wollte gar nicht machen und normal. Ich meine, ja, es ist eigentlich ganz lustig, aber es ist jetzt nicht so krass spannend, damit ich mich da jetzt voll für anstrengen müsste und so. Nicht, dass ich mich jetzt voll anstrengen müsste, aber ich finde es ein kleines bisschen zu leicht. Ich meine, es gibt echt schwere Stellen, das kann ich nicht verleugnen, aber es ist. Ich gucke mal, ob ich wieder unten was fahren können, würde mich mal interessieren. Okay, geht nicht. Ach! Ah! So. Ich habe gerade was entdeckt. Und zwar. Die wir schon entdeckt haben. Nur da können wir einen Auftrag von anderen. Ich kann jetzt hier auswählen und da geht von hier aus. Warum gibt es irgendeinen Auftrag nach unten gibt? Ich möchte mich dann nämlich gerne mal ein bisschen nach unten ausbreiten. Den kann ich mal machen. Ich denke immer, wenn ich einen Auftrag annehme, schmiert mir das Spiel ab. Das ist echt schlimm. So, gibt es da keinen schnelleren Weg? Das muss schnelleren Weg geben. Ich kann doch nicht ganz außen rumfahren. Doch. Außer ich kann vielleicht, wenn das funktioniert, ich meine, probieren geht über studieren. So heißt es doch. Einfach einen kleinen Umweg machen, würde ich mal sagen. So, da kommt schon keiner. Licht, 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 Licht. Hui. So, funktioniert das? Ich kann so den ganzen Regen noch nicht sehen. Nein, das ist ein Haus. Fuck. Jerry, du bist auf der rechten Abbiegerspur, du willst aber links abbiegen. Jetzt muss ich mich aufregen. Das liegt daran, dass ich ein bisschen ausholen muss, um links abzubiegen. Weil ich nicht nur ein bisschen links abbiegen. Ich werde volle Kanne noch links abbiegen. Also, drehen. Ja. Ja, das musste ich jetzt so sagen. Das war schon fast erzwungen. Ja. Auf jeden Fall. Ist echt schlimm, finde ich auch. Ja. Kann nichts machen. So, vielleicht steigen wir auch noch zum Auftrag. Da ist nichts Level auf. Ich glaube nicht, aber vielleicht ist irgendwie die XP, die wir vorbekommen. Nö. Vielleicht ist es irgendwo überlesen, keine Ahnung. So. Mir wurde auch noch gesagt, ich kann mal. Ja. Mir wurde auch noch gesagt, bei dem von dem Schulthema, ich habe schon wieder eine Alter, ist das schlimm mit dem Namen. wie gesagt, ich kann doch mal ein paar eigene Gesprächsthemen ansprechen. So, das Problem ist, es gibt schon einen Grund, warum ich so im Video nach Gesprächsthemen gefragt habe. Ich meine, wären mir eigene eingefallen, dann müsste ich nicht Video danach fragen, ne? Ich werde jetzt mal ein bisschen überlegen und vielleicht komme ich ja noch so während des Parts auf ein spannendes Gesprächsthema. Nö. Und jetzt, aua. Wie gesagt, weiter Gesprächsthemen in die Kommentare. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich das Video heute Nacht noch raushauen soll. Ich glaube, es mag lieber morgen, wenn ich aufwache, um 16 Uhr. So circa. Ja. Ich bleibe ja auch lang genug. So. Und ich habe jetzt gerade niemanden die Ohren getötet, indem ich hier so mich reingeräuspert habe. Ist das Mikrofon dann? Boah, zum Glück ist das an, ne? Das ist jetzt nicht, Alter. So, habe ich vielleicht noch andere Ideen fürs nächste Let's Play? Vielleicht kann ich da noch so ansprechen. Also wie gesagt, inzwischen ist Battlefield dann doch ein bisschen wieder runtergesucht. Jetzt kommt leider nicht in Frage. Was soll ich denn noch für Spiele? Ich hätte jetzt noch Sims durch dieses Humble Bundle Dingens da, aber ganz ehrlich, ich habe da nicht so Langzeitmotivation drauf und ich glaube, das würde bei mir keinen Anklang finden. Ja. Wenn schon, in die Kommentare damit. Ich kann euch jetzt mal ein paar Spiele aufzählen und ihr könnt mir gerne schreiben, was davon ihr sehen wollt. Was sag ich denn noch? Ich habe noch. Let me überlegen.
Ich meine, ich kenne ja nicht meine. Ich meine, ich kenne die Steam-Bibliothek schon einigermaßen auswendig, nicht komplett auswendig. Aber, nee, nicht so das Wahre. Habe ich ja schon mal gespielt und. Nee, das sind nämlich so nicht so das Geilste. Da nehme ich dann lieber noch ein paar Missionen vom Clan nebenher mit auf. Nächste Überlegung. Arma 3. Da warte ich dann, wenn dann erst, bis die Vollversion in richtiger Kampagne da ist. Aber bis dahin wird das auch nichts. So. Überlegung Nummer 3 wäre. Jetzt eine schwere Überlegung. Ach, ich hätte noch Burnout Paradise, wo ich aber sagen muss, ich weiß nicht, ob ich das zum Laufen bekomme. Es hat mir richtig harte Probleme bekommen, das überhaupt laufen zu bekommen, damit ich spielen kann. Und ich weiß nicht, ob es da noch größere Probleme mit Fraps geben wird. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich 150.000 andere Programme runterladen, aber nee, kein Bock drauf. Ich habe Fraps und das passt eigentlich zum Aufnehmen. Da brauche ich keine 150.000 anderen Programme. Also wenn sie es fünfmal gewünscht wird, dann werde ich das natürlich versuchen, aber wenn nicht, dann nee, irgendwie ja nicht mehr. Ach ja, Eurotag ist schon klar, dass es nach dem ersten LKW beendet wird und also vorerst, wenn dann 50 Milliarden dagegen sind, dann werde ich das natürlich wieder ins Leben rufen, aber ich glaube nicht, dass das so sein wird. So, was hätte ich denn noch? Let me über... Was hast du für Zettel? Hä? Hä? Eins? Ich glaube, ich bin ein Mysterium auf der Spur. Ich wusste nicht mal, dass ich einen Zettel... Warum habe ich einen Zettel? Ich habe keine Ahnung. Kann man darauf schreiben? Dann kann ich mir nicht ein paar Stichpunkte machen. Ja. Auf einen Zettel schreiben, was eine blöde Idee, gar nicht gemacht und das Stück funktioniert. Das tut er, ich werde mal kurz gucken, was für Spiel ich habe, machen wir für Stichpunkte und wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. So, da bin ich wieder, ich habe jetzt ein paar Stichpunkte gemacht, ich hoffe, ich packe das jetzt da je zu lesen und gleichzeitig zu fahren, dass man bekommt. Ja, ist das. Zum Glück. So, ja, über alle Spiele nochmal genauere Infos. Also entweder spiele ich die Battlefield 3 Kampagne auf normal, auch wenn das, ja, nicht so spannend meiner Meinung nach wird. Ist eben nicht der Schwerpunkt von solchen Spielen, die Kampagne eher der Multiplayer, aber das finde ich viel zu schlecht. Das wollte ich nicht sehen. Das wollte ich nicht sehen. Dann, oh Gott, das ist so dunkel. Hätte ich noch zur Auswahl das Spiel Sniper Ghost Warrior 2. Da habe ich einfach mal in meiner Steam-Bibliothek rumkugeln sehen. Habe ich was noch durchgespielt, ist kein Blind, aber eben irgendwas, ne, was ich gerade gefunden habe. Was zur Auswahl stehen würde, worauf ich Bock hätte. Nächstes Spiel. Oder. Ich spiele, kurz sehen. Sleeping Dogs. Das ist eigentlich eine ganz lustige Idee, meiner Meinung nach. Ja. Habe ich auch schon durchgespielt. Ne? Ja. Wie gesagt, einfach mal den Namen von dem Spiel, das ihr gerne sehen würdet, in die Kommentare. Okay, dann. Oh Gott, ich kann das nicht lesen. Scheiße. Just Cause 2. Das wird jetzt vielleicht nicht so viele interessieren, weil es etwas lang ist und auch schon etwas älter ist. Also geht's so, also etwas älter. Da muss ich aber auch gucken, ob ich das mit Fraps zum Laufen bekomme, weil ich glaube, das wollte ich schon machen, hatte da aber diverse Probleme. Also wenn sich nicht 50.000 Mal gewünscht wird, dann wird das wahrscheinlich nicht kommen, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert. Das fällt mir jetzt aber gerade erst so ein. Ja. Dann hier noch zur Auswahl. Hitman, und zwar die komplette Reihe vom allerersten Teil bis zu Absolution, inklusive die Sniper Challenge. Ich kann jetzt das alles aufsagen, das mache ich aber gleich. Oder ein einzelner Hitman-Teil. Also entweder, so, da muss ich jetzt leider kurz in die Pause, das tut mir echt sehr leid. Entweder Hitman Silent Assassin, Hitman Absolution, Hitman Blood Money, Hitman Codename 47 oder Hitman Sniper Challenge. Also die wären dann auch alle dabei, bei komplett durch. Die würde ich halt dann nach der Reihe vom Ältesten bis zum Neuesten spielen. So. Dann, das, was mir am wenigsten gefällt, aber zum absoluten Notfall würde ich es tun. Ich sag mal so, ich mag die Spiele nicht. Nee, also, das ist absolut nichts für mich.
Und zwar die Spiele, von denen ich rede, sind Dead Space 1 oder 3. Ja. Sag mal so, 3 habe ich mal angespielt und bin dann irgendwo hängen geblieben, weil ich zu blöd war. Und das 1, Alter, ne? Das wollt ihr nicht sehen, ne? Also, ne. Das ist zu erbärmlich einfach nur. Wie ich mir da in die Hosen scheiße, das glaubt ihr nicht. Also das hat echt krasse Schreckmomente. Aber wie gesagt, wenn es sich jetzt total gewünscht wird, dann werde ich das natürlich machen. Beziehungsweise wenn der einzige Kommentarvorschlag drunter steht, spielt Dead Space 1 oder spielt Dead Space 3. Aber das war's schon, okay. Ich dachte, das dauert jetzt irgendwie länger. Gut. Dann gehen wir nochmal auf Sims 3 genauer ein. Also wenn ich das spielen würde, dann hätte ich noch 2 Add-ons mit drin. Und zwar die Add-ons Let Me Nachlesen, Late Night und Luxus Accessoires oder so ähnlich. Ja, das würde dann aber wahrscheinlich auch auf lange Zeit nicht so spannend sein. Also das würde auch nicht über so viele Milliarden Parts gehen, weil es ist eigentlich endlos. So, und das letzte, was mir gerade noch spontan eingefallen ist, wäre Guild Wars 2. Ich weiß jetzt nicht, ob das so meine Zuschauer anspricht, die ich jetzt mir zusammengesammelt habe, die paar. Ich glaube, das passt eher nicht so ins Genre oder wie man das nennt. So. Und was mir nochmal spontan einfällt, wäre SAMP. Aber, falls jetzt kommt, ja, spiel wieder SAMP LOG. Ich habe ganz ehrlich komplett die Lust auf LOG verloren. Ich werde mich wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, vielleicht. Es steht nicht fest. Wenn ich wieder auf LOG spiele, werde ich auf jeden Fall erstmal aus dem Joggern rausgehen, weil es ist einfach nur langweilig. Muss ich aber so sagen, ich meine, es hat echt Spaß gemacht, aber ne, ist eben langweilig. Weil man darf kein DM machen, man darf keine Waffen haben, man darf keinen Waffenschein haben. Man darf keine Wanted bekommen und das wird auf Dauer einfach nur langweilig. So, also wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich wieder SMP spiele, dann müsst ihr mir einen Server sagen. Aber, erstens, es sollte ein Real-Life-Server sein. Muss nicht, aber sollte. Wenn es keiner ist, dann werde ich mir den vorher erstmal genauer angucken. Zweitens, folgende Real-Life-Server bitte nicht. Nova, LOG, Epic City und der dritte, weiß ich nicht mehr genau, also können wir einfach mal in die Kommentare schreiben und wenn ich sehe, oh, das war doch der eine, der war total kacke, nee, ey, da habe ich keinen Bock drauf und zwar war da noch einer, weil ich kürzlich mal angefangen drauf zu spielen, nach den ersten 5 Minuten zweimal totgeparkt, dreimal das Fahrzeug geklaut, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ja, ne? Also ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt als Neuling auf den Server, findet den Server sich cool, ganz, ganz nett aufgebaut. Ich meine, ja, da kann das sogar nichts dafür, aber es ist eben einfach so, ne? Und ja, mal was ausprobieren, fahrt ihr zum Job, wird euer Auto geklaut, wollt ihr zurück, werdet ihr tot geparkt. Macht doch Screenshots. Ganz im Ernst, ne? Ich möchte mir jetzt richtig die Mühe machen, Screenshots zu machen und dann im Forum irgendjemanden zu verklagen. Nee. Ich möchte einfach nur spielen und mir da jetzt keine große Mühe drum machen. Ja. So, ich glaube Los Angeles Real-Life war das. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wenn ich jetzt falsch liege, dann tut mir das natürlich sehr leid. So. Also das war dann alles. Bitte einfach mal in die Kommentare, was ihr von den Ideen haltet. Oder ob ich einfach weiter ETS2 spielen soll. Ich meine, ich kann das auch meinetwegen einfach weitermachen, ne? Also. Würde mir nichts ausmachen, ich meine ganz ehrlich. So spannend ist das Spiel nicht, aber wenn es euch Spaß macht, dann natürlich. Anderes würde ich bevorzugen, aber das Spiel ist auf jeden Fall nicht schlecht und ich würde es auch gerne noch weiterspielen. Also ich spiele es auch noch weiter. Wahrscheinlich nicht so krass. So, dann wollen wir wieder schnell was trinken. Alter, das ist echt schlimm, wie schnell der Mund trocken wird, ne? Aber weil ich die ganze Zeit am Durchbrasseln bin. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der, der am langsamsten redet, ne? Also mir wurde das schon oft vorgebetet, auch wo ich mal LG-Forum, mein LG-LP-Boss hat. Sprech doch langsamer, du bist hier bei keinem Rap-Turnier und hast keine Double-Time-Link. Das ist mir schon klar, aber ich weiß echt nicht wie. Ich habe das einfach nur das Pen angewöhnt. Ich habe echt keine Ahnung. Manchmal rede ich einfach viel zu schnell. Ich meine, manchmal geht's vielleicht, aber ich kann das einfach gar nicht einschätzen. Ich meine, ich würde mich so super verstehen. Ich meine, ihr versteht mich wahrscheinlich auch ziemlich gut, aber vielleicht noch ein bisschen schnell.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so schnell mit den Themen fertig bin. Das ist auch krass, ich hatte jetzt Themen, die haben mich eine Viertelstunde beschäftigt. Ich hatte keine Themen, ich habe eine halbe Stunde rumbekommen. Oh ja. Ich würde mal sagen, ich bin der Skiller auf Skillatz. Hat aufgehört zu regnen, upsala. So, genau das passiert, wenn man sich dann nicht aufs Spiel konzentriert. So, nochmal kurz zur Erinnerung, werde ich nochmal die folgenden Spieltitel vorlesen. Dead Space 1 oder 3. Dead Space, genau. Dead Space 1 oder 3, was... Ja, nur wenn euch die anderen Spiele gar nicht gefallen. Was noch ein bisschen weiter drunter ist, ist... Ich hab vorhin mal vergessen, scheiße, wie heißt das? Was noch weiter drunter ist, ist... Ist Just Cause 2 und so, weil, nee, einfach nicht so viel Bock. Und Hitman, das habe ich inzwischen auch schon zweimal durchgespielt, also das Absolutions. So. Ich meine, ihr könnt... Ich werde jetzt nicht irgendwie manipulieren, damit ich jetzt sage, oh nee, das habe ich jetzt schon zweimal durchgespielt, sag das lieber nicht, nee, nehmt mir ein anderes. Wenn ihr jetzt Bock auf das Spiel habt, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare rein, okay? Was? Oh, okay. Da muss ich kurz warten. Darf ich? Kann ich vielleicht ein bisschen hochdrehen, wenn es schneller geht? So, jetzt soll der LKW sich heben. Ich kann mal kurz warten. Was ist denn da die Luftdruckanzeige? Oh Gott, mein Stuhl. Ich schau mal den Motor mal aus. So, einschalten Nummer 1. Anschalten Nummer 2. Und... Nee. Ja, ne? Mal ein bisschen warten. Druck aufgebaut. Was ist denn da der Druck? Ist das das kleine Nädelchen bei der Kameraanzeige, auch wenn es eher nach Öl aussieht? Ja. Ich muss ein bisschen warten. Ist mir aber auch noch nie passiert. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht so lange am Stück gespielt habe. Oder es einfach ein scheiß LKW ist. So, hocke mich nochmal gescheit hin, damit ich nicht die ganze Zeit das Feature habe. Ich ramme mir noch alles kaputt, wenn ich das so hinstelle und so.